Kevin Heinz, ein 1:1, was sich eher wie eine Niederlage anfühlt? Ja, also hinten raus, muss man sagen, haben wir natürlich mit aller Power, die wir hatten, alles reingeschmissen, wurden im Abschluss leider nicht so belohnt, hätten vielleicht hinten raus den Sieg verdient gehabt, gerade über die zweite Halbzeit, wo wir nochmal alles reingeschmissen haben. Ja, aber man hat gesehen, Dudenhofen auch gerade am Anfang hat uns das Leben ziemlich schwer gemacht, haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ja, nehmen wir mit ins Freitagsspiel. Ja, beide Teams mit offenem Visier ins Spiel gegangen. Ja, dem 0:1 geht dann ein blöder Fehler von Kalou voraus. Ja, ich meine, das passiert. Uns allen wahrscheinlich schon mal passiert, gerade noch abgefälscht und blöd in den Lauf natürlich, aber mein Gott, das kann in jedem Spiel jedem passieren und ja, das soll uns nicht zurückwerfen. Da müssen wir wie die zweite Halbzeit weiter dran arbeiten, um das Ding halt einfach zu drehen. Dudenhofen hat sich dann danach ein bisschen zurückgezogen, die Räume einen Tick enger gemacht. Ihr habt es dann mit Geduld versucht. Ja, definitiv. Also wir wollen natürlich gerade hier zu Hause auch spielerisch unsere spielerische Stärke ausspielen auf dem großen Platz und dann natürlich mit viel Tempo und Power kommen, ohne dem Gegner Luft zum Atmen zu lassen. Das, denke ich, hat man dann im Laufe des Spiels immer besser hinbekommen. Ja, beim 1:1 kommt dann die Schusstechnik von Dominik Kintscher zum Tragen. Schönes Ding, ne? Ja, ist ein Strich, aber das kann er sehr gut. Gott sei Dank. Warum hat es dann am Ende nicht ganz gereicht, um hier noch einen Dreier einzufahren? Ja, ich sag mal, also die Chancen hatten wir definitiv, um das Ding zu entscheiden. Ich unter anderem auch mehrfach, aber da waren wir im Abschluss nicht so glücklich, beziehungsweise muss ich auch dran arbeiten, dann den einen oder anderen Platzierter zu treffen oder dass wir das letzte Ding nochmal richtig ausspielen. Und ja, dann hoffen wir, werden wir am Freitag belohnt. Ja, hinten raus hast du noch eine gelbe Karte kassiert, aus Sicht des Schiedsrichters wegen einer Schwalbe, zu Recht? Also ich spüre den Kontakt und lasse mich dann im 16er natürlich auch mitfallen. Sonst, wenn ich die Situation hätte noch weiter annehmen können, wäre ich weitergelaufen. Aber so war es dann schwierig, aus der Situation heraus noch irgendwas zu machen. Ja, leider nicht bekommen, dann in dem Fall.